Ja Leute, da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play GTA San Andreas, Part 74 müsste das sein. Und ja, ich würde sagen, wir gehen ja direkt ins Four Dragons, damit wir hier ja keine Zeit verlieren. So. Und dann gehen wir hier direkt zum Dollarzeichen und schauen mal, was Woozy jetzt wieder für uns hat. Damn and Blast. Impossible to keep a secret around here. I would have thought the size of the room would keep the numbers down. Hey, speak up. We can't hear you back here. I appreciate your input, but please, fuck off. What'd he say? He said fuck off. Come on, let's get out of here. Hey, what are you still doing here? I live here. Oh, okay. You can stay. Great. Hey, where's the coffee and donuts? Okay, look, I'm gonna go shut off the city's power source. Wolves, look after these fools for me. Okay. Now, the important thing to remember with a plan like this is that nothing can go wrong. Begib dich zum Flughafen. Du brauchst ein Flugzeug, um dann mit dem Fallschirm über dem Dammkai abzuspringen. Wir fahren da jetzt mal ganz fix hin. Oh. Nehmen wir einfach mal die Karre hier. Ey, was ist denn auf einmal mit meinen FPS los? Mach mal kurz irgendwie aus. Lololol, was ist mit meinen FPS? ...30 FPS. Auf einmal voll den Absacker. Warum? Oh, jetzt gibt er sich wieder. Dann machen wir die irgendwie wieder an. Alter! Ernsthaft? Das, was ist das denn für eine FPS-Zahl? Die kann man sich in die Haare schmieren. Oh, Leute. Was ist denn hier immer wieder los? Steig in das Flugzeug am Ende der Rollbahn. Das machen wir. Komm schon, CJ, go, 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 steig da ein. Fliege die Maschine zum Absprungsort über dem Damm. So, wie hoch müssen wir denn hier? Okay, das scheint ein bisschen höher zu sein hier, die Markierung. Drehen wir mal eine Runde. Ah, da sind wir schon. Ah, das kriegen wir hin. So.
So. So, machen wir uns mal auf einen schönen Segelflug. Hier mitten im Nirgendwo. Mit unserem lieben Freund CJ. So, ich habe das hier schon einmal versucht. Aber da ist mir hier genau das Spiel gefreezed. Und dann ging wieder gar nichts. Ich hoffe einfach mal, dass es jetzt funktioniert. Bis jetzt sieht alles gut aus. Passt. Begib dich zum Ende des Dammkais. Na, hier so ein Wochenend-Sicherheitschef. Gib Acht, dass dich die Wachen nicht entdecken, die in der Gegend patrouillieren. In der Nähe eines Containers ist ein Messer versteckt. Es könnte dir nützlich sein. Hol dir das Messer. Ah, was gibt's hier noch? Irgendwas? Nee. Was sollen wir damit, ey? Scharfschützengewehr und weg ist er. So muss das. Irgendwie lustig, dass es hier Bullen gibt, oder? Haben wir nicht schon ein Messer? Ach nee. Naja, was. Ja, was soll's. Mir doch. So. Du musst an den Wachen vorbei, um den Eingang zum Generatorraum finden. Stop it, for Christ's sake! Run away, bitch! Come on, show me what you got. Whoa, komm schon. Easy man. Okay, gehen wir mal schnell rein hier. Du musst unbemerkt bleiben. Wirst du entdeckt oder machst zu viel Lärm, wird das ganze Gebäude alarmiert. Habe ich kein Problem mit. Drücke in der Nähe eines Generators Eingabe, um die Ladung zu platzieren. Du brauchst eine Ladung für jeden Generator. Hier drin kommen noch auch keine Bullen, oder? In there somewhere. Start looking. Oops. Sprengladung platziert. We got a light saying it's been a break-in. Cops are on the way. This thrill seeker ain't gonna escape. Nummer 2 ist platziert. So. Platziert. In there somewhere. Start looking. Any sign of him yet? Any sign of him yet? Ain't that a surprise? I gotta go. Toll. Jetzt habe ich all
das verballert. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass unser Leben reicht. Oh nein. Alle Generatoren sind mit Sprengern versehen. Geh zum Ausgang. Finden wir hier irgendwo vielleicht noch eine Schutzweste? Ja, gerade toll, das hat mir gerade nicht geholfen. Ein Messerchen. Komm schon, eine Schutzweste. Seid doch mal lieb. Ich bin doch auch lieb. Na komm schon. Hier scheint nichts zu sein. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ah, versuchen wir es. Oh, Gott sei Dank oben auf dem Dach. Must have took a wrong turn someplace. What the fuck? Oh shit, somebody done locked the hatch. We've got him trapped. There's no way off that ledge. Jump in den Fluss. Jawohl. Wie eine Rakete. Mission erfüllt. Respekt plus. Ey Mann, da hinten ist ein Speedboat. Gib mal her. Komm her. Jawohl. Oh, das wollte ich nicht. Das sind Bullen. So, wir steigen jetzt hier mal in das Flugzeug ein. Und zwar so. Und jetzt verpieseln wir uns. Oh, ich sehe hier nichts. So, wir fahren jetzt hier zurück zum Casino, beziehungsweise fliegen. Ich habe so. Ey, der Windstoß, der Sturm, der lenkt gegen. Ich dachte gerade, was fliegt das Ding so scheiße? Das fliegt überhaupt nicht. Das ist der Sandsturm. Oh oh. Oh oh. Missile. Missile. Oh. Alter Schwede, scheiße. Uiuiuiui. Da hat das Bumm gemacht. So, ich hoffe mal, wir gehen jetzt in die richtige Richtung. Man kann übrigens auch Vögel abschießen hier. Diese toll animierten Vögel. Sieht toll aus. Weg sind sie. Alter, wo kommen die denn auf einmal her? Oh, Geschenk des Himmels, steigt ein. So, jetzt wollen wir ganz schnell einparken. Ups. Alter Schwede, fahr. So. Da ist nix. Geld 5170. Boah, ey, das war sowas von cool. So ein Glück. Gut, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.